hier letztendlich die Einspritzbrücke rein, die wiederum in den Katalysator direkt reingeht. Mhm. Im Katalysator ist ein Stator zur Verwirbelung angebracht. Mhm. Und dann führt er das Ganze durch. Mhm. Wir haben also einmal den internen Luftstrom, den externen Luftstrom, der beides vom selben Ventilator angesteuert wird. Und dadurch letztendlich den Vorteil, dass wir hier am Außenbereich kaum thermische Belastung haben, an unserem Ofenrohr. Mhm. Na? Und den Hauptluftstrom sozusagen nach oben abgeben und damit das eben Luft als Isolator genutzt und auch die Strahlungsenergie des aufgewärmten Metalls mitverwenden können. Mhm. Und hast du die Abluft gemessen? Was ja. Was ist denn drin? Phosgengase, irgendwas Dummes, weil ich weiß, dass die Katalysatoren offen. Es gab ja 1980, ich bin ein alter Hahn.